Hier ist ja was los vor dem Leveleingang zum Affenthron. Der Boss will nicht gestört werden. Geh, Junge. Und was willst du? Meine Sammlung wird eines Tages Millionen wert sein. Nicht, dass ich sie jemals verkaufen würde. Ich sag nur, sie ist eine gute Anlage. Merkt ihr das? Naja, man kennt's. Ich sehe, du warst fleißig. Wie gewöhnlich. Komm, wir überraschen ihn. Moment mal. Das erste hat K.O. gesagt und das zweite Walt? Na? Das vertauscht? Wie soll Walt denn fleißig gewesen sein? Ich war auf jeden Fall fleißig, hab 3 Runen zu viel für den Dschungelthron und wir gucken jetzt. Was hier abgeht, ist es nur ein Bosskampf oder wie schaut's aus? Ich bin für alles zu haben. Aber ich denke, es wird ein Bosskampf. Hui! Hey, what are you doing here? Me? What are you doing here? Don't even try to stop me. I'm going to see Jayabaya now. No, I won't stop you. On the contrary, if you want to see him so badly, I'll take you right to him. Come on! So, you're now the hero you wanted to be, right? Hashtag save the jungle is trending now. Maybe I should think about selling your merch instead of Jayabaya's now. No. Thanks, but no. My offer won't be going anywhere. Maybe you should think about it. Got any new gossip for me? Thank you. Nothing new yet, but I've got something a lot more interesting. I brought you your most devoted fan. He's dying to meet you. Oh, really? Well, let me ask you a question. Do you know what time it is? Time? Where's my watch? It's don't disturb me time. Oh, right, but maybe you could make an exception just this once. He's, K.O., son of Kobe, your old friend. And I would like to speak to you. Kobe? I don't know anyone by that ridiculous name. Oh. I do know those gloves of yours. He wants them. Give them to me! Now! You want them? Come and get them. Mhm. Heißer Kandidat für Thumbnail. Dann wollen wir doch mal schauen, was deine Schwachstelle ist. Und ich weiß auch, an wen mich der Minky erinnert. Ich habe gesagt, Deus. Nein, das ist, Blaubarschbube. Ja. Also, er hat unten eine Energieleiste und ich habe ihm Schaden gemacht, aber verdächtig wenig. Ich kann ihm auch so Schaden machen. Das war sinnvoller, wenn er irgendwie im Boden steckt. Ich muss scheinbar echt viele Treffer landen. Da muss es noch einen Trick geben. Immer fester drauf. Stärker, ne? Er trifft mich ja nicht mal. Nicht zu fassen. Obwohl, ich habe nur noch 2 Herzen. Jetzt habe ich nur noch 1 Herz. Er kriegt mich zu fassen. Es gibt nur keine Animation dafür. Na, das ist ja. Da ist der Käse ja gegessen. Nice try, Magos. Tja. Kriegt mich da immer. Ich darf diese Attacke nicht dulden. Oh, der hat einen ganz schönen Radius damit drauf. Ich finde weit und breit nichts, das mir irgendwie helfen sollte. Soll das wirklich so mit nackten Fäusten gemacht werden? Vielleicht passiert was, wenn das erste Mal geht. Schon wieder? Ich war doch schon echt weit weg.
echt weit weg. Der Bananensaft. Ihr gebt mir jetzt auch Herzen, das finde ich gut. Das ist angemessen. Und Feuermagie, dann ist wenigstens nicht ganz so stupide die ganze Zeit. Wenn noch irgendwas passiert. Was lustig ist. Schöne Sonneneffekte. Ich mich frage, soll ich was damit machen oder so? Ja. Von mir aus, aber brauche ich dafür Feuerkraft? Energie wieder voll. Los. Aha, das kann man auch schnell. Ja, wo haben sie es bloß her mit den Affen, die Fässer werfen? Kann mir nicht helfen. Es kommt mir vor, als hätte ich es schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Fässer werfen Affen. Stimmt, niemand auf der Welt Copyright auf Fässer werfen darf, aber ich meine ja nur, ist jetzt nichts, was Affen so eigentlich tun, wisst ihr, wie ich meine? Das Timing kriege ich nicht hin. Bleib einfach stehen. Nicht, du musst nicht springen, Junge. Wisst ihr, die Kamera verändert sich auch die ganze Zeit. Ich justiere die, damit ich besser sehen kann. Und die geht halt wieder zurück. Ne? Jetzt sind wir schon dabei, dass ich wieder externe Gründe angebe, warum es nicht klappt. Ne? Geh mal ein bisschen näher vielleicht. Hilft das. Guck mal, es geht jetzt so, dass ich nicht sehen kann. Mach's doch in der Luft. Weiß nicht, ob es vom Boden möglich ist, aber jetzt von der Luft erledigen. Bosskampf, Bosskampf. Machen wir was anderes, ne? Nach vielen, vielen Leveln. Das ist nochmal angenehm. Und mal sehen, was wir heute noch in den Part gesteckt kriegen. Aber fair. Geht's jetzt vielleicht um Leben und Tod? Anscheinend. Ich weiche schon mal aus. Hat er mir leider weggenommen. Was ist er denn? Get it. Ist ja gemein. Ich sollte auf seine Herzen achten. Warum ist die... das ist da liegen geblieben einfach. Diese Welle hat Stopp gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir nach einem Death wieder in der dritten Phase starten. Deswegen bin ich sehr darauf erpicht, das jetzt vorsichtig zu schaffen. Father's job. So you do remember him? Of course. I saw him shortly after I got this crystal from the Eternal Warriors acolyte. I remember that we argued about it. I'm not proud of that now. Do you know where he went after? I'm sure he went to see that crazy old goat. Walt, you should know who I'm talking about. Yes, the oldest one. Widely known. One of the best fighting masters. I know her. Yeah, sure you do, sure you do.
What about my sister? Have you seen her too? No, unfortunately not. Maybe this elderly lady will know more. The oldest one, Kao. But don't let name mislead you. Speaking of names, the Eternal Warrior? Who is that? He's a maniac. That's who he is. I don't know what he looks like or what his true intentions are, but I know those intentions are no good. I mean, just look what he did to me. Still time can repair damage. Get yourself together. I will. Milky, go and tell everybody that we need to clean up the mess that we made of our school. Immediately. On it, boss! I'd wish you good luck, Kangaroo, but I feel that we'll meet again. Sure. I'm already missing you. However, I wish you both the best of luck. You'll need it. I'm sure you'll find Kobe, and when you do, please give him my regards. Thanks, Jaya. And good luck getting this place back together. Come. Time for a change of scenery. Frozen Mountains is the next stop. Die Frozen Mountains. Ja, der Bosskampf hätte besser funktionieren können. Achievement unlocked. Was soll's, ne? First Try, erstmal gucken, was da los ist, etc. pp, man kennt's. Und hier jetzt kommt wieder Recht und Ordnung in den Dschungel. Na, ist doch prima. Dann würde ich hier auch die Fliege machen wollen, ganz ehrlich. Ich hätte auch gern mal diesen, wie heißt der, Gadget? Den Pelikan auf dem Thumbnail, aber der ist immer halt, wenn die Bosse besiegt werden. Mit dabei. Nein. Brauche ohnehin genug Runen. Ich habe jetzt keine weiteren bekommen, um ehrlich zu sein. Wir haben so viel zusammen durchgemacht, mein Flugzeug und ich. Ich hoffe nur, dass es gut behandelt wird. Oh. Weißt du, was ich brauche? Eine Krabbe, zwei Räder, Klebeband, eine Batterie und eine Bratpfanne. Immer dasselbe, Geblubber. Das ist schon seit damals. Die gefrorenen Berge. Ne, brauche ich keine Runen. Okay. Es sieht so aus, als gäbe es noch sehr viel mehr Orte zu bereisen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Tschüss, ihr Affen. Die Gefrorene sieht heftig aus. Don't worry about me, guys. I'll just tinker around with Scrappy while I wait. If I adjust this and tweak that, yes. And then I can... perfect! Which means I can... Oh, yeah. Sorry, guys. Good luck! The Eternal Warrior already got here before us. The oldest one, always into crystals. Won't surprise me if she got lost for one. Especially if large. Any idea how we can find her? Could... Welcome to the Frozen Mountains Spa and Wellness Center. Sign up now to begin your exceptional renewal process. The first stage is at the Frosty Canyon, where you can meet our famous workout masters. Then you can treat yourself in our unique hot spring spa, or simply get carried away on our icy slopes. Who knows? Maybe you'll even get to meet the famous spiritual mother at the end of your journey. Must be her. She sure goes by a lot of names. Okay, I guess I gotta go through that renewal process then. Unless... Since you know her, maybe you could, you know, use your charm and just arrange a meeting with her? No, not possible. We were... She and I, you're too young. Won't understand. Okay, okay. Well, at least I tried. Time for me to do my thing again, I guess. Er hat schon einiges an Erfahrung durch, der Gute, ne? Ich verstehe das. Da kommt immer mehr dazu im Laufe der Jahre, ne? Also... Da gibt's Geschichten, Freunde. Da gibt's Geschichten, die nicht mal ich erzähle über mich. Ja? Das ist bei ihm genauso.
Leute, Leute, Leute. Also wenn die Welt nicht an Spyro erinnert, dann weiß ich auch nicht. Spyro 2 auch mit diesen Kugeln. Das sind die Ziegen hier. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe mal in Franzitsu trainiert. Aber darüber reden wir nicht reden, ja? Egal. Was? Ist das eventuell die erste Welt? 30 Runen. Für die heißen Quellen. Wer will sich da denn quälen? Frostige Schlucht. Da könnte ich hin. Frostige Schlucht, da könnte ich hin. Eisige Abhänge auch 30. Was gibt's hier eine Menge zu erledigen? 39. Versuch wert, sah interessant aus, oder? Oh. Ist hier noch was? So, guck mal, Feuermagie. Guck dich immer gründlich um, Bursch. Lucky machen, oder war das alles, was mir momentan offen steht? Also viel kann ich hier scheinbar nicht erkunden. Oder komme ich doch darüber? Sieht nicht so aus. Hier kann ich vielleicht noch lang. Ach, das ist eine Rune zum Mitnehmen gratis. Gute 10 Stück müsste ich noch bekommen. Das war nicht sehr nett von mir, ich gebe es ja zu. Aber mir ist in Banjo-Tooie was Vergleichbares passiert. Lustig, wie die Feuerseele aus dem Käfig kommt, um sich mit mir zu vereinen. Ist auch beseelt. Ich habe bereits mein ganzes Geld für Mink und von die empfohlenen Sachen ausgegeben. Und ich bereue es nicht. Ich habe so viel Gewicht verloren, weil ich nichts gegessen habe. Eine echte Win-Win-Situation. Das macht mir doch den Eindruck, als wäre er der Böse. Was dafür spricht, möchte ich gleich nochmal sagen. Please tell me you're not Minky, but his twin brother or double. I missed you too. Well, actually, I'm not just a regular Minky here. Here they know me as Mink the Fashionista. I'm an influencer here. A style guru, you know? I feel sorry for your followers already. Hey, but if you want to buy something, I'm still your guy. I got to live off something. All this lot want to do is take pictures with me. For free! Can you believe it? Der Influencer. Ja, ja. Darf ich mich eigentlich Influencer nennen? Ich meine, ich habe 300.000 Abonnenten, aber beeinflusse ich euch auch? Ich meine, ich drehe euch ja keine Sachen an, ne? Produktplacements. Und holt euch jetzt. Mobile-Spiel, das keiner spielen will. Na, Raid Shadow Legends lässt mich nicht in Ruhe, ne? Immer wieder kriege ich Mails. Immer wieder. So einmal im Monat kriege ich eine Mail. Hey, hast du meine letzte Mail bekommen? Du könntest bei Raid Shadow Legends irgendwie 50 Euro verdienen, wenn du das für die... nee, ist schon ein paar hundert, aber es wird immer weniger. Am Anfang haben die, keine Ahnung, 800 oder 500, inzwischen sind wir bei 200. Glauben die von Raid Shadow Legends, dass ich, je weniger Geld die mir bieten, desto eher das annehme? Ich mach das prinzipiell nicht. Sag niemals nie, aber ich mach's gerade nicht. Punkt. 10.000. Und ihr bekommt Raid Shadow Legends Let's Test von mir. Okay, wisst ihr was? Schon für 1000. Ein Let's Test. Aber die wollen ja dann irgendwie einen Livestream und dann solche Sachen einblenden.
Und dann soll ich irgendwie einen Button verlinken und so weiter, dass ihr direkt da bestellen könnt und so ein Shit. Nee, nee. Stand heute, Mai, Juni 2022. Euer Markus hat noch nie ein Placement angenommen oder gehabt. Wenn ich irgendwas erwähnt habe, dann war es unbezahlt. Hab von Nintendo die Codes angenommen oder von anderen Publishern. Aber keiner hat mir jemals Geld dafür geboten, dass ich die Spiele zeige. Hast du noch nicht gehört? Kampfsport ist so letztes Jahr. 2021. Ist gut zu sagen, ist so letztes Jahr, weil... verstehe. Kampfsport? Ist Kampfsport out? Endlich. Oh, was? So ein Ding. Jetzt gibt's nur noch Kunst. Gibt doch noch ein kleines bisschen zu entdecken hier auf der Oberwelt. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe ein Problem. Probleme habe ich sowieso noch. Mit mir selbst. Scheinbar komme ich da einfach nicht hoch. Kalt. Karten habe ich hier noch, würde ich gerade sagen, ne? Sag mal, ich habe doch eigentlich Sachen gekauft, damit ich anders aussehe. Blieb das nicht gespeichert? Das wäre wild. Wie bringe ich die Sachen denn zum Speichern? Oder ich muss mich nur umziehen. Würde ich mich nochmal umgucken, ob ich das... Das würde mich interessieren, ob ich die... warte mal, da oben sind Haken. Da war ich, ne? Oder war ich da? Komm mir so weit weg vor. Ich bin aber so hochgeklettert. Ohne die Haken. Wild. Also ihr habt quasi die Main-Levels in der Mitte. Und alles weitere so drumherum. Ja, ja, die gehören mir. Deswegen muss ich da nichts weiter bezahlen. Habe ich Neues freigeschaltet? Ich wollte sagen, warum ich glaube, dass er der Bösewicht ist. Guck mal. Hier diese Hüte. Der letzte Hut. Guckt euch den Hut an. So ein großer Zylinder und er wobbelt und er hat eine böse, böse Aura. Er sieht genauso aus wie sein Hut, nur dass er noch keine böse Aura hat und wobbelt. Der wird schon der Bösewicht sein, davon gehe ich aus. Weil der Affe auch sagte, er weiß nicht, wie er aussieht, der Bösewicht. Ich hätte so eine Idee. Hoffe, ich bleibe bis zum nächsten Part gespeichert. Dann gehen wir so ins nächste Level. Ne? Haben wir heute guten Boss verbunden mit dem Erkunden einer neuen Oberwelt, aber das scheint rein optional zu sein. Da war jetzt nichts Wichtiges, das war einfach nur Rumgehüpfe für Spaß und Freude. Für so ein Let's Play Markus, der versucht sein Paar zu strecken. Welches Level ist es? Hier, die frostige Schlucht. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.